Kein Täter werden. Ein Leben mit Pädophilie. Der Podcast. Hallo und vielen Dank fürs Einschalten. Ja, die 7. Folge von unserem Podcast Kein Täter werden. Ein Leben mit Pädophilie. Mein Name ist Nico Walz und ich freue mich, dass wir jetzt heute uns nochmal hören. Ein vorerst letztes Mal mit einer ganz besonderen Folge. Michi hat uns ja in allen Folgen begleitet, seine Geschichte hat uns begleitet. Er ist immer wieder in kurzen Episoden vorgekommen und hat seine Sichtweise der Dinge über die Themen, über die ich hier zum Beispiel mit Elisabeth Quendler-Adamo gesprochen habe. Und ich glaube, das wird ein schöner und vor allem auch ein guter Abschluss heute in dieser 7. Folge, in der wir das komplette Gespräch zwischen Michi und mir für euch zum Nachhören anbieten. Es ist emotional an manchen Stellen, es ist super spannend. Es ist manchmal, wie so oft in unserem Podcast, auch kein einfaches Thema. Manchmal muss man schlucken und manchmal denkt man sich, oh je. Aber so ist es nun mal im wahren Leben. Und natürlich habe ich euch, wie in jeder Folge, die Kontaktadresse zu Kein Täter werden in die Folgenbeschreibung reingepackt. Da findet ihr auch weitere Infos und zum Beispiel den Kontakt zum Hilfenetzwerk sexueller Missbrauch, falls ihr selbst jemals Opfer von sexueller Gewalt wart. Ich bedanke mich fürs Zuhören, für die Treue über die letzten Folgen. Auch nochmal im Namen von Elisabeth, die jetzt heute hier in dieser Folge nicht dabei ist. Ganz großes Dankeschön, ganz großes Danke an alle Kollegen bei Kein Täter werden, die da täglich im Einsatz sind, mit pädophilen Menschen arbeiten und versuchen, diesen zu helfen, mit ihrer sexuellen Neigung besser klarzukommen. Wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann weiter mit dem Podcast. Man will ja niemals nie sagen. Jetzt bedanke ich mich aber trotzdem nochmal wirklich. Danke, 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 dass ihr eingeschaltet habt. Bewertet gerne den Podcast. Sagt's weiter. Jeder einzelne Stream ist da wichtig. Weil wir hier über ein Thema sprechen, über das leider noch viel zu wenig gesprochen wird. Wir ändern das zusammen, indem ihr zuhört. Danke dafür. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser letzten und sehr spannenden Folge mit Michi. Also erstmal, Michi, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir uns hier treffen können. Ist ja, glaube ich, jetzt nicht unbedingt was völlig Alltägliches, Normales, dass du dir da Zeit nimmst, um mit Medien zu sprechen. Du hast es, glaube ich, schon ein, zwei Mal gemacht. Ja, habe ich gemacht, ja, richtig. Gibt es einen Grund, warum du sagst, dass du da mit Medien drüber sprechen möchtest? Ja, ich will einfach Werbung machen für diese gute Sache. Also mein Wunsch ist schon, dass alle, die diese Neigung haben, wissen, dass es da Hilfe gibt. Und es wäre halt nur schade für jeden, der einfach, sagen wir mal, straffällig wird und nicht wusste, dass eigentlich Hilfe hier da wäre, ne, die da so viel Gutes tut, sage ich mal. Ne, also auch allgemeine Lebenshilfe und so weiter. Ja. Du hast gerade selber schon gesagt, Neigung. Sagst du, du sagst Neigung dazu, du sagst genau, nicht Krankheit dazu, zur Pädophilie. Nein. Ja. Okay. Michi, erzähl mir doch einfach zum Beginn mal deine Geschichte. Wie hat das angefangen? Wie hast du selbst gemerkt, du musst dir Hilfe suchen, jetzt hier zum Beispiel bei Kein Täter werden? Ja, ist eine lange Geschichte. Man merkt es ja selber erstmal nicht selber. Also ich sage mal, angefangen hat das bei mir bewusst so mit 2021, dass ich da Zeitschriften entdeckt habe, wo eben junge Mädchen, FKK-Zeitschriften waren das, abgebildet waren, und das hat mich sehr stark angesprochen. Ich habe es mir so weit erklärt, ich habe eine Vorgeschichte, ich habe so als Teenager, ich glaube ich war 15, habe ich wirklich durch einen Zufall die Schwester von einem Freund nackt gesehen durch ein Fenster. Einfach wirklich durch Zufall, und das hat mich extrem geprägt. Also wirklich viele Jahre habe ich dieses Bild in meinem Kopf gehabt, natürlich auch selbstbefriedigt und dadurch, sagen wir mal, wirklich vertieft. Und dadurch vermute ich mal, dass diese Neigung vielleicht eventuell damit erklärbar sein könnte. Ich weiß es nicht, ist einfach nur eine Vermutung von mir halt, ja. Ja, dann kam natürlich dann die Phase so mit 30 dann Internet, und da war natürlich auch sofort die Motivation da, auch da mal nach Bildern zu gucken, und hab natürlich dann auch FKK-Bilder gefunden. Ich muss für mich zum Glück sagen, ich habe zum Glück nie Missbrauchsbilder, also wirklich, sage ich mal, Kinderpornografie habe ich nicht gefunden, zum Glück. Ich hab danach gesucht, gebe ich offen zu, aber ich war technisch vielleicht nicht so bewandert, zum Glück, dass ich es nicht gefunden habe. Aber FKK-Bilder, das war das. Würdest du denn sagen, es ist heutzutage jetzt im Internet einfacher, solche Darstellungen zu finden? Oder war das damals mit den Zeitschriften, die du dir wahrscheinlich völlig legal kaufen konntest, war das damals einfacher? Genau, das war ja legal. Diese Zeitschriften konnte man kaufen. Ich selber habe es nie gekauft, weil sie zu teuer waren. Irgendwie 12 Mark diese Zeitschrift. Das war für mich nicht bezahlbar. Ich habe es einfach wirklich in diesem Supermarkt, habe ich das angeguckt, habe es weggelegt, ne, und habe das dann später in meiner Fantasie halt nochmal vertieft, ja.
Ich denke mal, heute sollte es eigentlich nicht einfach sein, Kinderpornografie zu finden. Es ist ein Thema, ich denke mal, dass auch die Polizei dementsprechend aufgestellt ist und die Gefahr, ich denke mal, ist sehr hoch, dass man, wenn man sowas runterlädt auf seinem PC, dass man dann früher oder später mit der Polizei Bekanntschaft machen wird. Ja. Also wir hatten in unserer Gruppe auch schon solche Fälle, dass dann wirklich 2 Jahre später klingelt die Polizei und räumt mal das ganze Haus aus. Ne? Da meinst du jetzt eure Therapiegruppe hier bei Kanye? Genau, richtig, exakt, ja, richtig. Ja, ja, und dann fing es eben weiter an, da war ich dann, meine Tochter kam dann in die Pubertät und hat dann auch ihre Freunde mit nach Hause gebracht. Die war natürlich auch dann im Alter, so 11, 12. Und da ist dann eben passiert, also eben schon mit, wo ich dann so drei, ja, war ich dann 41, dass ich dann auch übergriffig geworden bin. Also ich habe dann wirklich der Freundin von meiner Tochter wirklich auch angefasst. Sie hat nicht Nein gesagt und ich habe das als Ja gedeutet. Ne? Und das ging dann auch über längere Zeit. War bei 4 Opfern war ich übergriffig. Und beim letzten, das war dann meine Nichte, die wohnt sogar bei uns im gleichen Haus, bin ich dann auch wieder so weit übergriffig geworden, dass ich mich nackt ihr gezeigt habe. Und sie hat es dann zum Glück, muss ich ganz klar sagen, eine Woche, ein paar Tage später, ihre Mutter erzählt, dass da der Onkel sich da nackt gezeigt hat mit erregtem Penis und so weiter. Und die haben sich dann bei mir dann gemeldet. Also sie sind dann in die Wohnung gekommen, also die wohnen oben, wir unten. Und die sind dann auch erst eine Woche später dann gekommen. Meine Frau ist dazu gekommen und die hat gesagt, ja, stimmt das. Und ich habe es zum Glück sofort zugegeben. Das war eine gute Entscheidung, dass ich da nicht rumgeeiert habe, weil ich mir eigentlich schon bewusst war, das war jetzt der Punkt, das war zu viel. Ne? Und ich muss wirklich dankbar sein, dass da meine Schwägerin und mein Schwager so besonnen reagiert haben. Sie haben nicht gleich die Polizei gerufen. Das hätte ganz anders gehen können. Bist du denn vorbestraft wegen einer? Nein, ich bin nicht vorbestraft. Das ist auch die Voraussetzung für diese Sache, dass man eben nicht vorbestraft sein darf. Also man muss im Dunkelfeld sein, heißt es. Nur dann darf man hier auch in diese Gruppe kommen. Dunkelfeld heißt, glaube ich, dass die Polizei nicht gegen dich ermittelt. Genau, richtig. Ja. Sobald man irgendwo polizeilich hier irgendwo schon aufgefallen ist, dann darf man hier nicht mehr in die Gruppe kommen. Ne? Genau. Es geht ja darum, halt kein Täter werden. Ne? Darum geht es ja. Gut, ich bin Täter, das muss ich ganz klar sagen. Habe halt Glück gehabt, dass ich eben nicht angezeigt worden bin. Und habe dann, ich habe da eben schon mitbekommen, durch Werbung, glaube ich, da gibt es so ein Programm, kein Täter werden, habe dann gegoogelt und habe dann eben hier diese Adresse gefunden. Habe zuvor aber auch noch Telefonseelsorge angerufen, weil da, wo das rauskommen ist, war bei mir jetzt Punkt. Ich habe gedacht, so, das war's jetzt. Jetzt kann ich in den Wald gehen und kann da wirklich Schluss machen. Ne? Tja, das ist immer noch ziemlich nicht so einfach, ja. Also ich habe es nicht gemacht. Ich habe einen Freund gehabt, da konnte ich mich ziemlich offen sagen, was passiert ist. Und der hat mir da auch Tipps gegeben, wo ich anrufen kann. Und bin dann letztendlich eigentlich über Telefonate und Anrufe, habe ich mich dann getraut, in diese Gruppe zu gehen. Und war dann, oder bin jetzt seit über 3 Jahren hier bei dieser Kein Täter werden dabei, ja. Wie wichtig sind denn Freunde, vielleicht die Frau auch, die dir dann da zur Seite gestanden hat und gesagt hat, wir helfen dir, Hilfe zu finden? Das ist extrem wichtig. Also gerade meine Frau ist extrem wichtig für mich, dass die, sage ich mal, auch zu mir steht. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass eine Frau akzeptiert, dass ihr Mann da pädophile Neigung hat und sich auch an junge Mädchen vergriffen hat. Das ist ja alles nicht selbstverständlich. Da bin ich ihr auch unendlich dankbar. Ja, vor allem, ich kann offen mit ihr drüber reden. Ich muss mir nichts mehr vormachen, weil ich eben mit meiner Frau sehr offen drüber reden kann. Auch über Impulse, auch über Erlebnisse, dass ich da wirklich auch ehrlich bin. Und das hilft mir ungemein, ja. Und damals mit der Freund hat mir eben da auch eigentlich akut geholfen, dass er überhaupt erstmal mit mir geredet hat, mir Hilfe angeboten hat. Ne? Das war in dem Moment schon extrem hilfreich, ja. Sonst hätte es auch alles anders ausgehen können, ja. Frau Quendler-Adamo hat mir zum Beispiel erzählt, dass ganz oft das Problem ist, wenn man seine Frau dann darauf anspricht, dass viele Frauen Probleme damit haben, dass sie sich denken, oh nein, steht mein Mann überhaupt noch auf mich oder steht er nur auf Kinder? Sowas gab es bei euch dann gar nicht. Doch, natürlich, ja. Also meine Frau hat es so erklärt, dass sie sogar Eifersucht gespürt hat. Sie hat dann gemerkt, ja, sie kann da wohl nicht mithalten mit diesen jungen Mädchen, ne? Dass ich sie natürlich nicht attraktiv finde. Ne? Sie ist eben nicht mehr die 14-Jährige oder so. Aber das konnten wir alles wirklich über Gespräche klären halt, ne? Dass das einfach, das ist eine Neigung, das hat aber, das ist nicht meine einzige Sexualität. Ich habe noch die normale Sexualität mit meiner Ehefrau
und eben diese Neigung, ne? Und das eine hat mit dem anderen jetzt erstmal nichts zwangsläufig zu tun halt, ja. Ist ja auch ein weit verbreiteter Irrglaube, dass wenn man pädophil ist, nur auf Kinder steht. Gibt's ja schon. Also es gibt schon das Kernpädophile. Ja, bei mir zum Glück nicht. Ich habe zum Glück noch eine normale Sexualität, wo mir natürlich hilft, eben diese Neigung auch niedrig zu halten, sage ich mal, ne? Hast du dann auch mal mit deiner Frau zusammen hier eine Therapiestunde besucht? Ja, es gab da wirklich auch so ein paar Therapiestunden, wo auch meine Frau dabei war, wo wir eben mit der Frau Wendler-Adamo da im so ein Sex auch ein Gespräch gehabt haben. Ne? Das war natürlich auch sehr wichtig halt, ja. Wenn du dich zurückerinnerst an den Moment, wo du zum ersten Mal deiner Frau gestanden hast, dass du pädophile Neigungen hast, wie war das für dich? Wie hat sich das angefühlt? Hattest du wahrscheinlich Angst, dass, du hast ja gerade eben schon gesagt, dass dein Leben damit praktisch beendet ist, aber wie hat sich das in dem Moment angefühlt? Hat es viel Mut gekostet, das zu sagen? Nein, das war gar nicht die Frage, weil meine Schwägerin kam ja auf uns zu und hat ja dann gefragt, stimmt es mit der Nichte halt. Ja? Also meine Frau war dabei. Sie hat es ja eins zu eins mitbekommen. Und da war natürlich, klar, das ist, kann man gar nicht sagen. Das ist. Und ihr wohnt jetzt aber immer noch in einem Haus? Ja, genau. Das ist ja noch die, ich sage mal, ja, die Herausforderung war natürlich auch noch, ne, dass natürlich meine Nichte mittlerweile ist 15 und da gibt es ja noch eine zweite Nichte, die ist jetzt 12. Klar, das ist natürlich Präferenzgruppe im kleinen Haus. Auch hier wieder bin ich extrem dankbar, dass dieses Vertrauen da war, weil ich gesagt habe, ich werde alles tun, dass das nicht mehr vorkommt. Und das war auch meine Motivation hier, dass ich wirklich jede Woche, jeden Dienstag bin ich hier nach Ulm gefahren in die Therapie, damit es nicht mehr passiert. Das war auch, das war für mich nie ein Thema. Das war nicht immer einfach, das waren harte Stunden. Da wird man auch mal wirklich ja, auch hart angegangen. Aber es war für mich nie ein Zweifel, da jetzt nicht mehr hinzugehen. Wenn deine Nichte jetzt 15 ist, hast du schon mal mit ihr darüber gesprochen in der Retro-Perspektive? Nein, habe ich nicht gemacht. Nein, ich denke mal, das nochmal aufzuwühlen, ist, glaube ich, jetzt nicht keine gute Idee. Auch die Eltern von ihr sind der Meinung, das ist kein Thema. Ich glaube, die war einfach zu jung dafür, die hat es gar nicht begriffen. Wenn es ein Thema wäre, wenn da was hochkommt, dann auf jeden Fall, klar, dann werde ich hier mit ihr reden. Aber momentan, so sagen es die Eltern, ist es kein Thema. Okay. Du hattest ja, glaube ich, mir schon mal gesagt, dass du mit einem anderen Kind, bei dem du übergriffig würdest, dass ihr darüber gesprochen habt. Und ich weiß jetzt nicht, ob Verständnis das richtige Wort da ist, aber ihr konntet darüber sprechen. Ja, beim ersten Opfer, das war also noch weit vor der Therapie, habe ich das Gespräch gesucht und habe auch gefragt, ja, wie es damit umgeht und so. Und sie war eigentlich relativ cool, also ich muss echt sagen, auch wieder nicht normal, dass die das eigentlich ja, scheinbar nicht belastet, bis heute nicht. Also ich habe heute noch Kontakt mit ihr, ich rede mit ihr normal, es ist ja alles irgendwie. Sie hat wohl gesagt, ich war wohl so ein Ersatzvater, weil ich natürlich, klar, ich habe viel für die Aufmerksamkeit getan, ne? Da hat man viele gemeinsame Tätigkeiten gemacht, das hat sie sich auch genossen. Dass ich das natürlich missbraucht habe, ist natürlich keine Entschuldigung dafür. Aber sie hat mir wohl verziehen, so hat sie es mir mal gesagt, und sei wohl kein Thema. Würdest du denn sagen, wenn du das jetzt so betrachtest, deine Frau hat Verständnis und hilft dir, dein Opfer hat irgendwie Verständnis in eine gewisse Richtung, würdest du sagen, du hattest Glück? Ja, ich sehe es wirklich als Glück. Also, wie gesagt, das hätte auch alles anders ausgehen können. Ne? Und das, dann wäre es so gewesen. Ne? Also, das lag. Klar, es war gut, dass ich sofort offen war und ehrlich war und nicht irgendwelche Lügengeschichten erzählt habe. Dann wäre das sowieso anders ausgegangen. Da war ich wesentlich so ehrlich, ja. Aber ansonsten war es Glück, muss man einfach sagen. Ich glaube, andere Eltern, die würden ausrasten, wenn sowas rauskommt. Ne? Die würden sagen, das ist ja ein Monster in meinem Haus, ne? Also der muss weg. Ne? Also das, dafür bin ich bis heute unendlich dankbar. Ja. Lass uns mal über die Therapie sprechen. Also du bist hier dann hergekommen, hast wahrscheinlich erstmal angerufen und dann hattest du hier deine erste Stunde. Wie war das so für dich? Also es fängt ja erst an mit Einzeltherapie, dass man da erstmal das ganze Thema erstmal aufarbeitet. Viel auch Lebenslauf erzählt, seine ganze Lebensgeschichte. Also das geht schon mal ein halbes Jahr, nur wirklich Vier-Augen-Gespräche, ne? Als Vorbereitung auf die Gruppe. Ich muss aber für mich sagen, die Gruppe war eigentlich das, was wirklich mir geholfen hat. Wirklich zu sehen, dass es anderen genauso geht, Parallelen, gleiche Probleme, das hat mir geholfen. Hat zwar auch 2 Jahre gedauert, bis ich wirklich sagen konnte, so jetzt bin ich so weit, dass ich in die Nachsorge gehen kann.
es ist ein langer Prozess. Ja, gut, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Klar, da hat sich einiges auch vielleicht irgendwie gesetzt oder festgesetzt, sage ich mal. Ne? Ja, aber... Ich finde das ja mit der Gruppentherapie sehr spannend tatsächlich. Am Anfang habe ich mir, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, oh, ist das eine gute Idee? Weil ich meine, man sitzt da zusammen und vielleicht schaukelt man sich gegenseitig hoch mit Fantasien oder sonstigen. Wobei jetzt, wenn man dann länger drüber nachdenkt, kann ich schon auch den Sinn und Zweck dahinter verstehen. Wie war das bei dir? Hattest du am Anfang Angst vor der Gruppentherapie? Also hattest du Angst, da offen zu sein vor den anderen? Oder war das für dich vielleicht sogar einfacher? Nee, es war schon Angst, natürlich, klar. Also da sich jetzt zu offenbaren, Fremden mit Leuten, das ist erstmal schon wieder eine Hemmschwelle, ja. Viele schaffen es ja auch nicht in die Gruppe, ne? Viele kommen erst gar nicht oder gehen dann wieder nach kurzer Zeit wieder. Das ist sicherlich jetzt nicht für jeden was, ne? Also ich kann nur für mich sagen, für mich war das der richtige Weg, ne? Diese Reflexion über eine dritte Person, sage ich mal, ne? Weil ich hatte ja selber mit Gefühlen Probleme, ich habe es auch letztes Mal erzählt, ich hatte Probleme, Wut in mir zu erkennen. Das war sowas einfach mit meiner Erziehung, dass das Thema Wut wurde komplett unterdrückt. Ich kannte keine Wut. Ja. Und das habe ich erst eigentlich über andere erkannt, ne, da auch seine Gefühle zu erkennen und einzuordnen. Ne. Das heißt, die Therapie hilft dir auch heute noch im Alltag, dann eben zum Beispiel Thema Wut, wenn du merkst, hey, ich werde gerade wütend, dass du dann hast du wahrscheinlich gelernt, ich muss es jetzt rauslassen oder ich muss mir einen Ausgleich suchen. Ich weiß nicht, was ihr dann in dem Fall macht, aber du profitierst heute noch davon. Das ist Lebenshilfe pur. Also es geht ja eben nicht nur um die Neigung in der Therapie, da geht ja um so viel anderes. Es geht ja um die Beziehung zu den Eltern, Beziehung zur Ehefrau, Arbeitskollegen, privates Umfeld, Freundschaft. Das ist ja so ein Riesenthema, wo alles damit beiträgt, dass man eigentlich früher... Ich habe das ja nicht einordnen können. Was ist denn mein Problem? Ne? Ich habe es immer gemerkt so mit innerer Anspannung. Und diese innere Anspannung habe ich auch versucht mit Sport zu machen, aber das hat es nicht geholfen. Das war dann irgendwo so eine Anspannung, die hat sich dann irgendwann mal entladen in Form, ich gehe in die Neigung. Ich gehe ins Internet, schaue mir Bilder an, mache Selbstbefriedigung. Das war so meine Lösung, aus diesem Anspannung rauszukommen. Ne? Und dadurch das zu erkennen, habe ich gelernt, das eben auch rechtzeitig zu erkennen und nicht warten, bis es wirklich so angespannt ist, dass ich eigentlich gar nicht mehr zurück kann. Ja. Wie definierst du denn jetzt das Ende dieser Therapie? Also du hast gesagt, es hat 2 Jahre gedauert und du gehst jetzt noch in die Nachsorge, aber würdest du sagen, ich meine, es gibt ja keine Heilung. Du kannst ja nicht sagen, du bist geheilt, aber ab wann war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt kann ich damit leben? Damit habe ich mich sehr schwer getan. Also wo ich dann gesagt habe, ich gehe jetzt in die Nachsorge, dann hat die Frau Quendler-Damo gesagt, ja, endlich. Also ich hatte sehr hohe Selbstzweifel. Ich weiß nicht, wie man den Punkt definieren soll. Vielleicht zu sagen, ich habe das akzeptiert erstmal, ich habe diese Neigung. Das ist ja schon mal ein großer Schritt zu sagen, ja, das ist nicht heilbar. Ich habe diese Neigung bis zu meinem Lebensende und ich kann jederzeit wieder Täter werden. Das muss man erstmal akzeptieren und... ich hatte einfach das Gefühl, ja, ich habe mich jetzt so weit kennengelernt, dass ich einfach rechtzeitig erkenne, wenn irgendwas in die falsche Richtung läuft. Sprich, also Impulse, dass ich eben dann nicht sage, oh, da muss ich jetzt hin, da muss ich jetzt noch mehr sehen, sondern nee, stopp, halt, geh vielleicht mal woanders hin oder schau weg. Und das möglichst rechtzeitig zu erkennen eigentlich, ja. Und das Gefühl hatte ich und das hat sich bis jetzt auch bewahrheitet, dass ich sage, okay, jetzt kann ich auch ohne diese wöchentlichen Sitzungen mein Leben leben. Ne. Das heißt, hast du irgendwie Regeln für dich zum Beispiel aufgestellt, ganz plump gesagt, an keinem Spielplatz vorbeilaufen oder nicht ins Freibad gehen jetzt an einem Samstagnachmittag? Gibt es da was in die Richtung? Also es gibt eine Regel bei uns natürlich, dass ich zum Beispiel niemals mehr mit meiner Nichte alleine sein darf. Da haben wir auch Regeln mit meiner Schwager und Schwägerin aufgestellt. Dass zum Beispiel eben, es war vorher immer das Problem, dass sie immer wieder mal in unsere Wohnung reinkam und dann eben Situationen kam, dass ich alleine war mit ihr. Das ist natürlich immer hochgefährlich. Sowas passiert nicht mehr. Zum Beispiel, solche Regeln gibt es. Ne? Also, aber ansonsten kann ich eigentlich relativ entspannt leben. Also ich gehe ins Freibad, ich muss mich natürlich nicht gerade neben der Horde junger Mädels hinlegen. Da schaue ich schon, dass ich Abstand halte. Aber eigentlich geht es eigentlich relativ ohne große Regeln. Also da bin ich mittlerweile schon so entspannt, dass ich jetzt nicht irgendwie sage, ich muss aufpassen, Achtung, jetzt links, rechts und nicht hingucken, da nicht. Ne? Das ist ja das, was eigentlich ja, da wird mir ja verrückt, sage ich. Ja, also... die Regeln halten sich wirklich in Grenzen, zum Glück muss ich sagen. Ne? Dank auch meiner Frau, muss ich mir sagen, sie achtet auf mich. Ich sage mal, sie achtet auf mich und nicht, sie passt auf mich auf. Aber es ist auch eine gewisse Sicherheit. Wenn meine Frau mit dabei ist, dann weiß ich, es kann nichts passieren. Und das gibt mir auch ein bisschen Sicherheit,
dass da nicht mehr irgendwas passieren kann. Ne? Aber es kann passieren. Also ich will da nicht irgendwo so tun, als wie gesagt, als wäre ich jetzt geheilt. Ne? Das kann leider immer wieder passieren. Das muss ich mir immer wieder bewusst machen. Ich muss täglich daran arbeiten. Ja. Was ich jetzt während der Vorbereitung und der Recherche gelernt habe oder für mich gemerkt habe, es gibt ganz viele Vorurteile über Pädophilie, die man ganz unbewusst auch weitergibt. So. Ich habe zum Beispiel, jetzt erst neulich wurde ja ein großer Kindermissbrauchsring gesprengt und dann liest du sofort in Zeitungen und von Politikern Aussagen mit, diese Pädophile müssen wir alle wegstecken. So. Und Kindesmissbrauch heißt ja, also die Abbildung von Kindesmissbrauch sich anzuschauen, heißt ja auch gar nicht, dass man automatisch pädophil ist. Und andersrum, nicht jeder Pädophile wird ja gleich zum Täter. Gab es Vorurteile, mit denen du schon konfrontiert würdest, wo du sagst, das ist absoluter Schwachsinn? Also ich persönlich nicht, weil der Kreis, dieses Wissen ist sehr klein. Wie gesagt, das ist gerade mein Schwager, Schwägerin, meine Frau und eben mein Freund. Das war's. Also meine Kinder wissen es nicht. Klar, man liest mittlerweile ja irgendwie gefühlt jeden Tag irgendwelche Artikel über solche Strafverfahren, wo mich irgendwie auch schockt, was da alles, ja, wie viel da passiert, sage ich mal. Und ich denke mir jedes Mal, Leute, warum kommt ihr nicht hierher und lasst euch helfen, damit es gar nicht so weit kommt eigentlich. Ne? Ja, okay, ist leider so. Ne? Klar gibt es die Vorurteile, ne? Dass es alles irgendwelche schmuddelige Asoziales sind, die da irgendwelchen Wohnwegen, in irgendwo in assligen Wohngegend wohnt. Nein, ich kann also nur bestätigen, das sind normale Leute, alle Berufsgruppen, das sind, also die in unserer Gruppe, das sind wirklich alles tolle Leute, muss ich sagen, wirklich intelligente Leute, sympathische Leute, die haben halt leider diese Neigung. Ja, aber ansonsten, das... Es ist ja schon so, ne? Also wenn du auch wenn du Filme siehst und so, wenn du dran denkst, dann denkst du an irgendeinen alten Mann im Trenchcoat. Ja, schmierig, ekelig, ja, genau. Nein, das ist nicht der Fall. Es sind alle Altersgruppen. Findest du, die Gesellschaft sollte offener mit dem Thema Pädophilie umgehen? Also es ist ja ein Tabuthema. Man spricht ja nicht so gern darüber. Aber denkst du vielleicht, dass es helfen würde, wenn man offener darüber sprechen würde, eben dann auch über solche Hilfsangebote wie hier mit kein Täter werden? Natürlich, klar, kann nur helfen. Ich kann aber auch verstehen, dass natürlich Leute sagen, das ist absolut unglaublich, was die Leute machen mit jungen Mädchen. Das sind Kinder, ne? Die werden missbraucht, ich kann es verstehen, dass dann Hass aufkommt. Das ist hoch emotional. Ich kann es verstehen, dass Leute so reagieren. Ne? Also, aber klar, Aufklärung würde helfen. Und allein, dass eben auch diese Hemmschwelle gesenkt wird, dass Leute sich helfen lassen, das würde sicherlich helfen, wenn man das mal... Ja, das Tabu ein bisschen wegnehmen würde, ganz klar. Okay. Findest du dann, wenn du sagst, du kannst das verstehen, findest du die Strafen, die zum Beispiel auf Kindesmissbrauch da sind, findest du das zu schwach, zu stark, zu lasch? Ist die Frage, ja, klar, wenn jemand wirklich jetzt regelmäßig Kinder missbraucht und sogar noch Kinderpornografie erstellt und das über Jahre und wirklich professionell alles, ja, dann... Denke ich mal, da ist der Zug abgefahren. Ne? Der kann wahrscheinlich in unserer Gesellschaft nicht mehr frei leben. Ja. Ich frage das, ich finde das nämlich ganz interessant. Es gibt ja auch Aktivisten, die dafür kämpfen, dass einvernehmliche Beziehungen mit Kindern zum Beispiel erlaubt sein sollten. Ja, das ist Unsinn. Das sind Kinder, die wissen noch gar nicht, was dann passiert. Ne? Also da wird was schön geredet, was nicht schön ist. Also da habe ich eine ganz klare Meinung. Klar, wenn man den Leuten helfen könnte, damit das nicht passiert, ist schön, aber es passiert und irgendwie gefühlt auch tagtäglich, da müssen natürlich Strafen sein. Nur, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, diese Strafen schrecken nicht ab. Die Strafen können noch so hoch sein. Das ist einfach, diese Neigung kann man ja nicht abschalten, das ist das Problem. Und wenn da einer das nicht gelernt hat, damit umzugehen, dann passieren solche Sachen, dass einer sich da noch mehr rein vertieft, sage ich mal, und dann noch viel schlimmer wird eigentlich, ja. Aber die Strafen alleine sind nicht abschreckend. Das kann ich aus eigener Erfahrung machen. Das hilft leider nicht. Ja. Es ist wahrscheinlich wie jede andere sexuelle Neigung auch. Und auch Männer tun Frauen Dinge an, die nicht okay sind. Und andersrum, Männern, Frauen. Ja, das ist so tief drin, das kann man nicht einfach sagen, ach nee, jetzt lass ich es sein und hör auf. Ne? Ich stelle es mir immer vor wie so ein trockener Alkoholiker, der auch immer wieder Angst haben muss, dass er eigentlich, wenn er mal einen falschen Moment mit der falschen Stimmung eine Flasche Bier vorgestellt bekommt, dann wird er zugreifen und wird wieder rückfällig. Vielleicht ist es eh nicht vergleichbar. Ne?
Ist es denn, als Pädophile findet man Kinder nur sexuell anziehend oder hattest du auch zum Beispiel manchmal Liebesvorstellungen tatsächlich? Ja, also am Anfang eben, also vor dieser Therapie, habe ich ja wirklich geglaubt, dass ich dieses Mädchen liebe, ne? Dass es wirklich um Zuneigung geht. Ne? Klar ist das Sympathie eine Rolle, ne? Aber es hat mit Liebe nichts zu tun. Das ist, ja, man tut sich da einfach schönreden, ne? Und das habe ich ja auch jahrelang gemacht, ne? Das ist ja alles hier, ich habe ja nie ein Mädchen vergewaltigt, ich habe auch nie ein Mädchen geschlagen, ich habe es ja nur angefasst, ne? Ich habe es ja nur gestreichelt, ne? Nur, ne? Nein, das ist eben nicht nur, ne? Das ist einfach schwerer sexuelle Übergriff, ne? Und man neigt natürlich, wenn man alles mit sich selber ausmachen muss, das einfach sich schön zu reden, ne? Zu verdrängeln und sagen, ach ja, das ist doch gar nicht so schlimm und so, und dann passiert es wieder und wieder, ne? Bis halt irgendwann mal halt dann der Stopp kommt und dann ist es halt zu spät, ja. Das heißt, du wusstest auch damals schon, eigentlich ist es nicht richtig, was ich hier mache, aber... Ich habe es gewusst, klar, ganz klar. Aber man kann halt nicht aufhören, weil immer wieder sich die Gelegenheit gibt und eben das auch nicht irgendwie selber einordnen kann, wann werde ich übergriffig und wann nicht, ne? Das sind ja alles so Sachen, wo man einfach nicht versteht. Durch die Therapie habe ich es jetzt verstanden, was steckt da alles dahinter, ne? Und da steckt sehr viel, sehr viele tiefe Sachen dahinter. Wie gesagt, bei mir gehört auch zwischen der Beziehung zum Vater dazu halt, ne? Wo es mit der Neigung nichts zu tun hat, aber es gehört damit dazu zum Beispiel. Ne? Das heißt, du bereust, was du getan hast? Definitiv, ja klar. Ich kann die Uhr aber nicht zurückstellen. Ich kann nur schauen, dass es halt eben nie wieder passiert. Das ist das Einzige, wo ich versprechen kann, dass ich mein Bestes tue halt. Ne? Ja, aber ich kann es halt leider nicht zu 100% versprechen. Das ist leider Fakt. Aber du fühlst dich vorbereitet jetzt auf ein weiteres Leben, das du mit deiner Familie führen kannst. Stand jetzt auf jeden Fall. Und wenn es wieder mal schwieriger wird, habe ich eben auch hier die Frau Wendler Adamo zum Beispiel, wo ich anrufen kann, die also wirklich, ich sage schon, zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung steht, einem hilft und wieder, sage ich mal, einfach da auch eine Lebenshilfe gibt. Ne? Ist es denn schon mal vorgekommen, dass du irgendwie gesagt hast, ich muss jetzt anrufen, ich habe hier gerade einen Rückfall? Ja, auf jeden Fall, ja. Es ging zwar jetzt nicht direkt primär um die Neigung, es waren eher, sag mal, Probleme beruflich oder auch im Bekanntenkreis, aber das sind genau die Sachen, wo einen runterziehen und man irgendwo dann wieder sein Glück, in Anführungsstrichen, wieder in seine Neigung sucht. Das ist also die Zusammenhänge halt. Ne? Da geht es viel auch um, wie soll man sagen, ja, viele eben mit diesen Wut und Frustration, die man da einfach so über die Jahre auch schluckt und auch akzeptiert, ne? Und diese eben dann in der Form dieser Neigung wieder entladen können halt, ne? Diese Zusammenhänge versteht man nicht als Mensch mit sich alleine, gell? Nein, das geht nicht. Michi, ich danke dir, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Vielleicht ein abschließendes Wort. Hast du, also rätst du den Leuten zu kein Täter werden zu gehen, wenn sie sich irgendwie pädophile Gedanken haben? Also ja, kann ich nur empfehlen. Also es gibt keinen Grund, irgendwelche Ängste zu haben. Das ist wie alles wirklich sehr anonym. Also es ist hundertprozentig anonym. Da wird nicht nach Namen gefragt, Adressen nicht. Nicht mal die Krankenkarte, habe ich gehört. Nein, gar nichts. Nein, vor allem ist es auch noch kostenlos. Ne? Das ist also wirklich so eine tolle Hilfe, die wirklich einem das ganze Leben hilft. Wie gesagt, es geht nicht nur um die Neigung, es geht wirklich um alles. Alles, was einen im Leben beschäftigt. Und ich kann wirklich nur empfehlen, lasst euch diese Hilfe geben. Die kostet nichts und die kann so viel Leid verhindern. Das kann ich immer wieder nur wiederholen. Ja. Kein Täter werden. Ein Leben mit Pädophilie. Der Podcast.